herzlich willkommen zu Shairio, der letzte der drei Seelentanzgötter, der drei Tierheiligen. Wir sind hier im Normelmut. Ist eine halbe Seeschlange. Naja, sehen wir ja, sind wir ja gewohnt. Der Kampf an sich ist eigentlich ganz cool, muss man mal sagen. Ne? Fünftes Element, das sind AoE Damage. Kraftlose Seele, das müsste der Tankbuster sein. Ja, das ist er auch. Boah, jetzt gehen wir weg von ihm. Jetzt gibt das Zeichen einmal weg und einmal ran. In unserem Fall ist das diesmal aber weg. Jetzt verteilen wir uns. Also wir sollten nicht stacken nach Möglichkeit. Jetzt gehen wir rein in ihn. Jetzt haben wir hier das Drache. Nicht wundern, wenn mein Panda so komisch guckt. Jetzt spielen wir Käsekuchen. Ich weiß nicht warum, aber der heißt Käsekuchen. Zeit lang gar nichts. So, jetzt droppen hier ein paar Erz, beziehungsweise drei Rädchen. Derjenige, der das Mark hier hat, geht in die Mitte hier. Und der Rest, der die anderen hat, geht weg. Und dann wird er noch links und rechts übers Feld geschießt. Und Leute haben halt noch, ja, den Dicken da. Wenn die Kleinen explodieren, machen die Damage. In unserem Fall machen sie nicht viel Damage, weil wir haben ja ein Schild, dank unserem Astro. Aber wollen wir auch mal am Damage hier ein bisschen beteiligen. Ja, 10. 5 oder 10.000? Ich glaube, 10.000 macht der Dicke. Macht der Dicke sogar. So, und damit gehen wir jetzt in die nächste Phase. Jetzt fallen wir alle zum Boden gleich. Also wir fallen gleich alle runter. Und dann geht es jetzt auch weiter. Wir schwimmen wieder ans Land, weil hinter uns kommen jetzt gleich Flutwellen. Teilen wir mal kurz alle hoch und dann geht der Spaß in die nächste Runde. Jetzt werden wir von links nach rechts geschubst, also von West nach Ost. Da gehen wir einfach hier ran und lassen uns dann schubsen. Da kommen nämlich so ein paar Schlangen. Woge der Schlange. Alter. Ja. Jetzt wird im Hintergrund, beziehungsweise jetzt kommen nochmal die Schlangen. Und wir gehen dann wieder ran. Wir können das auch mit Abtausch unterbrechen. Und gleichzeitig kommt hier so ein Stackmark. Einfach in die Linie stellen. Da kommt nämlich mehrfach. So, jetzt kommt hier hinten so ein Dickerchen. Wir kennen das Ding aus einer Instanz. Jetzt gehen wir auf die linke Seite, immer da, wo der Arm hält, Arm hochhebt, gehen wir nicht hin. Und jetzt gehen wir rüber. Jetzt macht er nämlich links den Arm hoch. Jetzt gehen wir wieder rechts rum. Machen ein bisschen Arbeit. Ja, man muss das ja nicht provozieren, so wie hier andere Dancer. Jetzt lassen wir uns wieder nach links schubsen. Gleichzeitig ziehen wir ihn ein Stück.
Jetzt verschwindet er wieder. Das ist übrigens ein großer Teil der Mechanik. Wir gehen weg von ihm. Wir stellen die Leute, die das Mark haben, stellen sich weg. Und spüren nur unsere Käsekuchen. Fünftes Element. Dann droppt doch mal das Tankwasser. Spielen wir nochmal fünftes Element. Hochheilen. Viel Ki, also er beschwört wieder. Er beschwört in dem Fall zwei Ads. Die werden einfach ausgedreht, ausgetankt. Die springen halt selber am Rand und gleich kriegt zwei Spieler halt Marken. So, in dem Fall stellen die sich einfach raus, so dass der Schlag ins Nichts geht oder in irgendeine andere Ecke. So wie jetzt zum Beispiel. Das ist das Beste. Dann haben wir hier wieder die Nummer mit dem Rad. Da stellen wir uns dann einfach rein. So, also man stellt sich so, dass alle Räder nicht jeden Doppel treffen. Oh, hier war das jetzt zweimal. Dann kommt wieder unser Dickerchen. Er macht erst links, das heißt, wir stellen uns auf die rechte Seite. Wir stellen uns auf die linke Seite und werden parallel dazu geschubbelt. So. Und dann ist der Kampf auch schon so gut wie vorbei. Das war der ganze Kampf. Ich sage danke und viel Erfolg.